und oder ich einfach mich, ja, genau, Kevin. Prost. Ja, oder hier in diesem Spiel, was es sind halt so kleine Sachen. Das mit dem Inventory zum Beispiel, das könnte man doch irgendwie einfacher lösen. Also schneller Zugriff auf was zu haben. Was schreibst du? Kevin, Entschuldigung, schraubst du dir jetzt eine Glühbirne in den Kopf oder was? Auf meinst du wegen. Würde vielleicht mal helfen. Das geht's nicht, ne? Ja, das klingt wie so eine Glühbirne, die du in den Kopf schraubst, ey. Was ist das? Das war, eine Auster. Eine Austerschale, wenn du die ausbürst. Aha. Okay. Ja, okay. Ich brat mal Fisch. You have just opened net. You have captured fish. You have 32. Ja, Und das Problem ist halt einfach, dass wir, ich würde gerne auch, würde tatsächlich andere Spiele auch gerne spielen, auch diese Online-Möglichkeit, also dass man auch sagt, okay, man kann als Team zusammenspielen, bei beispielsweise Cards Against Humanity oder UNO, zum Beispiel, also bei uns ist es auch so, dass man da Leute einladen kann, beim Quentin's Playroom, aber auch dieses Einladenprinzip ist bei allen möglichen Spielen drin. Ja. Und das ist halt, schade, dass das irgendwie, ja, weiß ich nicht, dass man sagen kann, okay, man geht als Team so durch die Gegend. You can see the first glimpse of sunlight off in the distance. Man hat sich da irgendwie zusammengeschlossen und macht da zusammen irgendwelche Missionen tatsächlich als Team. Und dass es halt einfach Möglichkeiten gibt, dann denjenigen, irgendeinen vom Team halt einfach zu tracken oder sonst irgendwas. Oder, ja, keine Ahnung, irgendwie so. Naja, vielleicht wissen das die blinden Entwickler alle überhaupt nicht. Naja, Team System haben wir ja schon das öfter gesehen. Ja, aber jetzt nicht so, wie es zum Beispiel bei der Ronk-Gruppe, sage ich jetzt mal so, ist. Sea of Thieves, ja. Ja, gut. Ja. Ein Liam wird sowas nicht kennen. Bin ich von überzeugt. Ist nicht gesagt. Will ich jetzt auch nicht behaupten. Ich will nichts behaupten, was wahr ist. Nicht wahr ist. Wie auch immer. Ich will nichts behaupten, was wahr ist. The dawn is quickly approaching as the sun slides its way along the horizon. Aber warum ist es so schwierig? Ja, das verstehe ich auch nicht so. Ja. Hier gerade mal meine Sprache. Stim 50. Lord Stork 70. Mach ich erstmal leiser. So. Squat Medicine. Jetzt können wir wieder ganz normal reden. Das habe ich eben höre sie trotzdem noch. Stone, soil, small, string, smell, ST, spear, you have skillet, shell, moist, boot, camp, skillet, skillet, you have 118. You don't see any way to use those two items together. Mit dem Fahrrad, oder läufst du? Nein, ich laufe. Was? Nimmst du nicht dein Fahrrad? Dann schaffst du es nicht. Dann schaffst du es nicht, wenn du läufst. Dann captured fish. Die Wüste skillet. Ist ganz weit. As the bugs near the trees from the gray at the rising dawn disappear, more and more birds start to take their place as the sun begins to warm you. Skillet und die Fische, oder? Ja. Das weiß ich auch noch. You don't see any way to use those two items together. Aber ich kann's nicht zusammen klatschen. Also ich kann. Nee, irgendwie geht das nicht. Oder muss ich? Ach Mist, die muss ich ja noch. Ja, ich muss die ja noch ausnehmen, die Fische. You have just opened it, you have one. Ach so, ja. Habe ich vollkommen vergessen. Knife, you have 15. Das ist ja, oh Gott, ja. You need to be sitting in order to get an animal. Heute gibt es gebratene Knochen. To walk into the ocean, press shift enter. Fish shrinks. 701 health. Da habe ich mich schon wieder geschnitten, weil der Fisch. Left hand. Wieso ist denn der Fisch schon wieder weg? You have just opened your bag. Gutted net, you have one. Gutted fish, you have one. You have just irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ja. Ja, es fällt mir gleich wieder ein. Bestimmt. Ja, also es ist halt einfach schade, dass es so irgendwie nicht funktioniert und das ist halt einfach. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich auch aus Kostengründen, aus Kapazitätsgründen einfach nicht besser zu machen ist. Das ist halt schade. Also wahrscheinlich schon, wenn man sich wirklich darum bemühen würde, wie eben die bei A Hero's Call. Da ist das Sounddesign top.
zum Beispiel. Ja. Ja. Das hier kannst du als, also das Sounddesign auf jeden Fall nicht schlecht, aber als, als Top würde ich das nicht bezeichnen. Es ist halt okay, es ist in Ordnung. Guter Durchschnitt. Ja. Ja. Und, Felix, es ist Tag geworden. Du solltest jetzt noch mehr auf deinen Durst achten, nur nebenbei. Ja, ich hole mir gerade nochmal Wasser und mach noch ein paar Pamp-Pots. No such item exists. Hab ich denn jetzt? Bag of towels before. Wollte ich die jetzt eigentlich? Raw net, you have one. Captured fish, you have 31. Wolltest du die Fische aufnehmen? Ja, ja, ich bin dabei. Ich schlaf erst mal eine Runde. Ha, scheiße, wozu ich schlaf auch. Mist. Wozu sind die Stones eigentlich gut? Damit kannst du beispielsweise... Das ist eine gute Frage. Die Stones... Obwohl, mit Stein kannst du verschiedene Sachen bauen. Ja. Die brauchst du. Na ja, gut, dann sammle ich mal ein paar mehr. Ich habe hier nämlich gerade welche. Okay, es ist halt ein Dilemma, ganz einfach. Die großen Firmen kann man nicht anschreiben oder könnte man schon anschreiben, aber dann müsste man genug Leute sein. Und dann müsste man sich tatsächlich organisieren, müsste man das aufziehen, damit die sehen, aha, okay, da haben sich tatsächlich welche Gedanken gemacht. Die wollten das, die wollen das einfach irgendwie haben. Aber das Problem ist, zwei, drei, vier Leute sind halt einfach nichts weiter als vielleicht möglicherweise ein, nicht mal ein Mückenstich. Bei solchen Konzernen zum Beispiel. Bei Startups ist ein bisschen was anderes. Da gibt es ja momentan schon viele Startups, die verschiedene Spiele generieren und danach dann zu Beta-Tests einladen und so weiter, wo man dann sagen kann, okay, vielleicht könnt ihr das ein bisschen so und so machen, wenn sie es denn wollen. Ne? Aber halt bei großen Firmen, EA, wie heißen die anderen? Es gibt... Gott. Ich hab gerade hier die auch Bioshock programmieren. Die wen haben wir denn noch? Na. Jetzt. Habe ich auch gerade. Ich habe immer captured fish in your left hand, knife in your right hand, and you have drawn nothing. Wie dem auch sei. Plumps, ich bin gerade hingesetzt. Es ist halt einfach schwierig. Ubisoft. Ubisoft, ja. Die haben ja zum Beispiel dieses UNO programmieren. Activision, also Blizzard. Ja. Nintendo. Ja. Ja gut, Nintendo hat ja ein paar Sachen wohl irgendwie gemacht. Mhm. Und You have just both gutted fish, you have one. Ja. Das sind aber auch schon alle, also das ist halt das Problem. So, you have just opened your bag, raw fish, you have two. Net, you have captured fish, you have 30. Ja, das ist also... You have just opened your bag, gutted fish, you have one. You have just raw fish, mein, you have 3. Denk halt immer darüber nach. You don't see any way to use those two items together. Ideen, die ich unglaublich gerne umsetzen würde. Ja, habe ich auch. Die habe ich auch. Ja, klar, die haben wir, glaube ich, alle. Das Problem sind halt einfach nur die... Programmierkenntnisse, Fähigkeiten. Ja. Ich meine, dich als guten Sounddesigner hätten wir schon mal. Das, danke fürs Kompliment. Das wäre kein Problem. Ja. Es ist halt. Es ist wie es ist, ne? Kann man nicht anders sagen. You have just opened your bag. Raw fish, you have 3. Und. Net, you have one. Captured fish, you have 29. Tja. You have just opened your bag. Please select what you want to use. Gutted fish, you have one. Ich hoffe, dass sich da in den nächsten Jahren was dran ändern wird. Ja. Vielleicht. Also, wie gesagt, man müsste halt sich irgendwie überlegen. Das haben wir alles mal durchgesprochen, weil, wie gesagt, mit Kevin haben wir das ja, also Kevin und Felix und ich haben das auch mal diskutiert. Eben wegen FIFA. Und, ich wollte jetzt eigentlich nicht vorführen, Kevin. Ich dachte, vielleicht du kommst von selber irgendwie an, vielleicht. Aber ich sag's jetzt einfach. Du hattest ja dann vor, tatsächlich bei EA Sports oder bei EA anzurufen. Ich habe es auch heute wieder probiert, aber wieder nur die Warteschleife. Ich weiß nicht, das muss jetzt schon mit dem neuen FIFA 19 zusammenhängen. Ich kann's, obwohl nachher ist keiner mehr da, die sind nur bis 16 Uhr da. Probiere ich es morgen mal abziehen. Ja, ich glaube nicht durch. Das Problem ist einfach, dass die Leute, die das machen, die sitzen in Kanada, vermutlich.
oder halt in Homeoffices. Ich bin eingeschlafen. und das ist halt das Problem, dass die halt das dann irgendwie programmieren und alles an Aufgaben verteilt ist, ob nun Teamwork oder nicht oder was auch immer. Das war ein kurzer Schlaf. Ey, cool. Okay, ich hab mich geweckt. Ach so. Ach, danke. Ist ja nett. Ja. Aber da ist jetzt gerade, wenn er so richtig warm wird, ich gehe mal für uns Schnee organisieren. Mach das. Und das Problem ist einfach, wenn man da was machen wollte, müsste man tatsächlich schauen, dass man auch denen tatsächlich Fakten vorlegt. Hier sind 30.000 Blinde, also nur mal so als Beispiel und als Zahl. Hier sind 30.000 Blinde, die würden gerne FIFA spielen. Und es sind auch Leute dabei, die ja Ideen hätten oder die halt Vorschläge liefern könnten, wenn sie es denn wollten, wie man das irgendwie anders machen könnte, beziehungsweise was man da als Beispiel nehmen könnte. Für manche Szenen, für manche Spielprozeduren, Spielphasen. Situationen. Ja. Ja, wenn's. Also ich werde es weiterhin probieren. Letztes Jahr haben sie mir ja erzählt, das würde nicht gehen und hast du nicht gesehen. Aber ich werde es weiterhin probieren. Ja gut, also dass es einfach so nicht geht, ist teilweise wahr. Nur teilweise. Weil das Problem liegt ja, glaube ich, also wenn ich das so richtig betrachte, ich bin jetzt kein absolut professioneller, studierter und gelernter Programmierer, aber es liegt ja halt auch einfach an den Grund, an den Fundamenten, also sprich der Engine oder der Engines, sind ja mehrere, die benutzt werden. Es liegt daran, wie das ganze Konzept aufgebaut ist. Klar, aktualisieren sie oder ändern sie mal irgendwelche Engines, weil diese Engine etwas besser kann, was die anderen eben nicht kann. Aber trotzdem ist es immer noch das gleiche Prinzip und die Prozeduren bleiben im Prinzip gleich. Und deswegen muss man da nicht viel umändern, weil es ja sonst den Kosten-Nutzen-Faktor irgendwie durcheinander bringen würde. Vor allen Dingen ja. Die Waagschale dann halt einfach in die andere Richtung neigt. Das heißt also, sprich, die machen mehr Verlust, als sie Gewinn machen. Ja, und dann sowas wie TTS-Support oder so ist ja überhaupt nicht mit eingeplant. Also nicht wirklich. Oder irgendwelche speziellen. Bei Kevin hat es gerade geklingelt. Ich hätte beinahe gesagt, Kevin, Eier sind fertig. Na, die bei EA Sports, die wussten ja gar nicht, dass es sowas wie SAPI-Support und solche Sachen gibt. Dann musste ich das dann auch erstmal so ein bisschen klar machen, wie das. Ja, aber du hast mit Sicherheit nicht mit den Programmierern gesprochen, weil die kennen ja nun die Möglichkeiten von TTS. Also Text-to-Speech. Das nicht. Bitte? Das nicht. Was das nicht? Oh, Rums. Nicht mit dem Programmierer. Ja, eben. Dass die Support-Leute nicht wissen, die Callcenter-Support-Leute, das ist klar. Die haben auch nur begrenztes Wissen und haben eben ihre Vorgaben, wie sie was zu lösen haben. Ja. Das ist klar. Das ist das Problem. Look around. Fire with 533 health and zeros cancelled. Shoreline. To walk at Shoreline. Tja, wenn wir einen fähigen Programmierer hätten. Mein Johnny kann ein bisschen programmieren, hat er gesagt. Ja gut, also er kann durchaus programmieren, aber trotzdem für ein größeres Projekt richtig. Er arbeitet nebenbei. Und das wird wenn auch du ein größeres Projekt starten willst, dann solltest du schon vielleicht zwei haben. Und das wird auch sein, was zum Beispiel auch bei anderen Programmierern halt der Fall ist. Die können sich einfach auch nicht um alles Mögliche kümmern, weil sie eben genug zu tun haben. Ja. Speziell für Accessibility hinsetzen. Lure, you have 2. Und, ja. Compass, you have 8. Camp, Cup, Teleporter, you have 57. Ich bin ja gespannt, im Audiogames Forum geht ja dieses, ich weiß nicht welches Spiel das war, aber das NFL oder irgendwas, was, wo das Water Balloon Pack, White Button Up Shirt, you have 79. Soweit ich das weiß. Da hat es sich dahinter geklemmt. Ja, das ist das nächste, weil eben da genug Leute da. Padded White Button Up Shirt, you have 32. Eben dahinter gestanden haben. Wahrscheinlich haben die sich auch irgendwie organisiert.
Ja. Wenn da in Amerika eben, was weiß ich, wie viele 2000 in der NFL Fans sind, die da sich dafür interessieren und die es gerne spielen würden, dann hat das natürlich auch Gewicht. Und ja. Du weißt auch nicht, wie das vonstatten gegangen ist, dass die sich da überhaupt stark gemacht haben. Du müsstest jetzt dann fragen, wie haben sie es denn gemacht? Also die werden ja wohl nicht darauf aufmerksam geworden sein, oh, da gibt es, ich weiß nicht, ob Edward Snowden alle möglichen Blinden rausgegeben hat. Ja, hier von wegen, oh, 2000 Blinde haben das Spiel gekauft, da sollten wir uns dann vielleicht mal drum kümmern. Ja, also ich glaube nicht, dass das so gelaufen ist, sondern die werden auch irgendeinen Weg gegangen sein. Ja. Das ist halt das. You have just brought Neptune 1. Captured fish, you have 28. The sun is now completely overhead. You need to be sitting in order to gut an animal. Just open gutted fish, you have one. Ja, und das ist. Das ist halt aus unserer Sicht nochmal schwieriger, weil ich meine, die meisten. You have just opened off fish, you have one. Captured fish, you have 27. 85% vielleicht aller wirklich großen Spieleentwickler sind alle. Oder asiatisch, ein paar natürlich. Japan und China gibt's auch. Aber. Ja. Das ist halt schade. Deutsche. Ja. Deutsche große Spieleentwickler gibt's wenig. Ja. Man könnte sich vielleicht dann zum Beispiel an Dedelic wenden. Also zum Beispiel Dedelic, die ja. Was machen die? Na, wie heißt es denn jetzt? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Deponia, genau. Deponia. Ah. Okay. Da könnte man ja. Echt, das ist ein deutscher Dedelic, ja. Die sitzen meines Wissens in Hamburg. Meine ich jetzt. Cool, okay. Ja, das sind halt diese Ausnahmen, die wirklich erfolgreich waren. Ja. Was deutsche Spiele angeht. Also, müsste ich jetzt echt lange überlegen, wenn mir ein paar Spiele einfallen soll. Ja. Das ist halt. Es ist halt wirklich schade. Das ist. Ich weiß nicht, in dem Fall wollte ich halt einfach auch mal wissen, wie ihr darüber denkt. Deswegen schreibt es entweder in die Kommentare oder per Twitter. Einfach mal. Das wäre mal ganz interessant. Ja. You have just killed raw fish, you have captured fish, you have 26. Was? Kriegt eine you need to be sitting in order to get an animal. Ja, du kannst die mitnehmen. You have just killed fish, you have one. Ach, hallo Nuss. Komm, ich nehme dich mit. You have just killed raw fish, you have 7. Captured fish, you have 25. Nimmt man die auch einfach mit you der have Hand. Just killed gutted fish, you have one. In der Hand nehmen, leert das der. You have just raw fish, you have captured fish, you have 24. You have just gutted fish, you have one. Dieser Reißverschluss geht mir langsam tierisch auf die Nerven. You have just killed raw fish, the captured fish, you have 23. You have just gutted fish, you have one. Vielleicht, wenn ich ganz. You have just killed raw fish, the captured fish, you have 22. Wenn ich nach oben komme, kann ich sogar noch Eis organisieren.